Jo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zum nächsten Spieltag der RCT. Ja, wahrscheinlich Late Night, irgendwie so, keine Ahnung, 20 Uhr oder so. ja, heute haben wir wieder mal ein extravagantes Team mit dabei. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Ich habe heute wieder einen neuen Co-Moderator dabei und zwar den guten Karma. Hallo. Ja, das ist so der Inbegriff von, ich bin der Einzige, der Kurulucha spielt und fühle mich cool. Stopp. Ja, nee. Das ist übrigens auch einer aus der anderen Gruppe, also aus der Sunset League, der auch 2x6-0 hatte, ne? Also wie Shiny. Und auch einmal 2-0 verloren hat. Also ihr gleicht euch ein bisschen aus. ich bin Shiny. Achso, ja gut, ich dann. Bin in beiden Ligen mit. Ja, dann. Also bist du auch der Bruder von Rem, finde ich cool. Nee, also. Ja, wir machen das wie immer. Ich gehe jetzt erstmal kurz auf mein Team ein. Und ja, was haben wir heute dabei? Wir haben heute mal etwas anderes auf der Grabbit, und zwar den Choice Scarf. Mit der Rückkehr, dem Erdbeben, der U-Turn und dem Quick Attack. Wieder komplett das gleiche Set. Es ist einfach wieder gut, okay? ja. Nee, ich wollte, hab überlegt, ob ich Spikes vielleicht spiele, aber. Quick Attack ist halt schon cool für Mega Bibo so. Oder für irgendwelche Setup mit Kingdras oder keine Ahnung. Und deshalb habe ich mir halt eher überlegt, nochmal die Quick Attack zu spielen. U-Turn ist halt für Switch Advantage und Return und Earthquake einfach zum Böllern so. Ja, Krabbit ist einfach gut, okay? Wir sind aber jetzt gespeedcreept auf ein gespeedcreeptes Bibor, was auf ein Alolas Nobilicat gespeedcreept ist. Schwierig, aber ja, das wollte ich so machen, damit ich Adamant zocken kann und nicht irgendwas anderes. Und generell, ich hätte so oder so kein Mega-Bibor outspeedet, von daher kann ich das ruhig mal machen. Ja. Dann haben wir wieder Kofagrigus mit dabei. Hat jetzt 2 Tage Ruhe gehabt. Heute spielen wir das mit der Bürde, dem Will-O-Wisp, dem Leitheiler und dem Memento Mori. Ja, Memento Mori ist eigentlich dafür da, um falls irgendwie Mega Bibor tot ist und wir brauchen den nicht mehr und dann vielleicht irgendwie Setup Fodder oder irgendwie, dass wir was safe reinbekommen, halt einfach Memento Mori zu drücken. Ja. Dann wieder Mega Aerodactyl mit der Step Kombi, also Stone Edge und Aerial Ace mit dem Earthquake. Und den Tarnstein wieder, ja. Ich habe lange überlegt, ob ich Tailwind spielen möchte oder Tarnsteine, weil er hat halt ein Rain-Team. Und Tailwind wäre da vielleicht ganz cool, aber ich denke, dass wir mit dem Tarnstein auch ziemlich confident sind. Vor allem, weil er halt auch viele Schwächen hat, wie wir hier sehen, 4. Deshalb sind Tarnsteine cool. Dann haben wir noch Kapukime. Kapukime heute wieder mit den Leftovers. Diesmal mit Surf und Moonblast, Auflockern und dem Call Mind. Mit so viel Spezi-Attack, dass wir jedes Mon, was keine Assault Rest trägt, mindestens 2 hitten können. Der Rest ist in die Def gegangen, noch ein bisschen Speed. Ich glaube, dass wir mit irgendeinem Mon Speedern, ich weiß es gerade nicht mehr was. Eggie Slash? Nee. Ich glaube Pelipper. Pelipper war es, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich glaube, wir haben so viel Speed, dass wir Pelipper outspeeden. Genau, so war das. Ja, soll heute eigentlich unsere defensive Antwort für Kingdra sein und für Akani. Auch wenn Akani Wild Charge hat, aber das tanken wir halt. Dann haben wir diesmal ein Pivot Mianchao mit dabei, mit der Assault West, mit High Jump Kick, U-Turn, Stone Edge und Knockoff. Ich hätte auch Zapplan mitnehmen können, aber ich fand Mianchao einfach ein bisschen cooler so, weil es ist halt nochmal schneller, er hat nicht besonders viele Switch-ins, er hat auch nicht besonders viele Switch-ins in Electros, ja. Aber ich wollte einfach Mianchao mitnehmen, okay? Und dann haben wir Kyurem Black mit dabei. Diesmal das erste Mal mit dem Z-Stein, und zwar mit dem Ice-EMC, mit dem Eisstrahl der Drachenklaue, weil er hat keine Fairy im Team, deshalb können wir die ruhig spammen. Und die Earth Power und den Roost. Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht sie Freeze-Shock spiele, aber dann. Nee, ich wollte lieber den Ice-Beam haben, der ist ein bisschen konstanter. Ja, das war's jetzt mit meinem Team und du kannst jetzt einfach mal auf das Team von Steve eingehen. Okay, also Steve hat sein Akani, sein Lippon, dann hat er dabei Kabutops, Kingdra, Mega Bibor und warte, wie heißt denn das auf Deutsch? Diese. Was denn?
dieser Elektro-Käfer. Donarion. Donarion, genau. Ja, also ich würde jetzt vielleicht behaupten, dass Arcani vielleicht so ein Fistef-Set ist. Er kann es auch offensiv spielen, aber ich könnte mir vorstellen, dass er es einfach halt bedrohermäßig spielt, um halt deine Offensive ein bisschen zu entlasten, ein bisschen runterzuschrauben, ne? Weil du hast ja Krabbelt, Mega Aero, Schuhe, Kyurem auch, also dass er dann ein bisschen was dagegen arbeiten kann. Es ist nicht super safe gegen die ganzen Sachen, ne? Also er kriegt halt trotzdem von Krabbelt auf den Sack. Oh ja. Aero auch. Von Kime, Kyurem auch. Also es ist okay, I guess, halt einfach nur wahrscheinlich dazu da, um halt seine Offensive ein bisschen unter Kontrolle zu haben. Ja, sein Raincore ist relativ nervig gegen dich. Also, wenn Kime weg ist, ist halt Kingdra ziemlich gut. Du musst halt aufpassen davor. Kabutops, I guess, würde ich sagen, dass er Rocks drauf hat. Wenn er Rocks mitbringt, dann muss er sie halt dort drauf spielen. Vorausgesetzt, es kann das, ich gehe mal davon aus. Das kann bestimmt Rocks. Man weiß ja nie. Ja, ja. Donarion ist auch ein Threat, würde ich sagen, weil der böllert schon ziemlich. Also kaum so gutes Switch-Ins, weil der kann auch Energy Ball für Krabbit und Käfergeburt macht sicherlich auch viel. Ja, da ja. Da muss ein bisschen drauf aufpassen. Und ja, Mega Bibor. Ja, also ich, solange Kofek und Mega Aero gute Range sind, solltest du es auf jeden Fall gehandelt kriegen, finde ich. Auf jeden Fall. Nee, die Sache. Also ich finde halt, dass du das Fini ziemlich gut ist in dem Matchup. Mhm. Und dass du es halt keepen musst gegen Kingdra vor allen Dingen. Und dass, ja, du, ja. Jetzt auf, dass du halt aufpassen musst vor allem so einen Gangshot-Set, so einen komischen, aber. Ja. Ja, die Sache ist, für Vika Volt habe ich ja extra auf meinem Mianshow die Assault Quest. Vika Volt heißt es auch. Ja, ja. Ich komme auch immer mit den. Gesucht. Ich komme auch immer mit den Namen durcheinander. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, deswegen habe ich die Assault Rest drauf, damit ich wenigstens einen Mond habe, was wenigstens ein bisschen rauskommt, reinkommt mit halt Regenerator. Mhm. Und ja, ansonsten muss ich halt irgendwie ein bisschen rumhantieren, aber ja, auf jeden Fall ist Vika Volt hier der größte Threat. Aber Kabutops ist auch ein sehr, sehr großer Threat, weil mit Bandit, muss ich predicten, weil sonst kann der auch gerne mal sehr, sehr stark werden, ja. Mhm. Aber richtig viel gegen Fini und es hat keine gute Recovery an sich. Mhm. Da musst du auch aufpassen. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass Kabutops, wenn ich full bin, nur eine 32% Chance hat, mit Stone Edge mich zu killen. Und ich mache halt bis zu 95% oder so. Vor allem ist Rain auch noch ziemlich gut für dein Team, weil du dann noch besser die, die Water Steps spammen kannst. Und gegen Kingdra drückst du einfach Moonblast. Das ist auch ja. Gut. Jo. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal in den Kampf, oder? Ja. Dann, let's go! Ich habe absolut keine Ahnung, was passiert. Ich habe es noch nicht gesehen. Okay, jetzt geht's hier los. Pokémon-Trainer Rex fordert dich heraus. So, er liegt hier mit Summer Center. Bitte werden wir wieder... Oh gut, besser ist. Und ich liege mit AfD-Wähler, dem guten Krabbit. Ja. Ja, an der Stelle, ich hoffe, jetzt ist wieder alles besser. Gut. Ich gehe jetzt hier erstmal mein Krabbit, gehe in meine VGC-Queen, weil, ja, der tankt halt einfach alles von ihm. Und er geht hier sogar auf das Irrlicht, was ich ziemlich gut finde, weil. Ja. Ist halt das ziemlich bestätigt, nice. Dass er wahrscheinlich sein Beat-Set hier sein wird. Mhm. So, er geht jetzt hier in den Nationaldecks und ich gehe auf den Surfer. Und der macht so 50-60%. Ist hier jetzt ein bisschen mehr, weil es gecrittet hat. Der kommt nicht mehr in Rock sein, wahrscheinlich. Der kommt nicht mehr in Rock sein, nee. Ja, ich gehe jetzt hier in Du nach dem Fight, also er ist halt einfach tot immer nach dem Fight, deshalb. Und ja, er geht jetzt hier in die Mega und kann jetzt halt erstmal ja, U-Turn eigentlich safe drücken, weil das ist ja klar, dass ich rausgehe.
Aber anscheinend mag er es nicht so gut zu spielen. Genau, aber Gifty. Also was heißt nicht gut zu spielen, aber Gifty war halt, fand ich jetzt nicht so der Play, weil er wusste halt, dass ich rausgehe und naja. Jetzt hat er halt hier keine Anpassung mehr. Vielleicht wollte er auch die Poison auf Perfect mit drauf bekommen. Ja, aber wegen Nebelfeld. Hast du ja jetzt Nebelfeld. Ja, ja. Aber ja. Siehst du es nicht? Es schwingt. Ja, ganz kleines bisschen. Ja, an der Stelle habe ich jetzt hier die Bürde gedrückt, weil ich fand das halt relativ gut jetzt hier. Ein bisschen Dip-Chip und vielleicht bekomme ich ja auch Mega Beetle raus und so. Und es macht guten Schaden tatsächlich. Und Knirscher kommt jetzt an der Stelle. Ich habe hier die Colba Berry. Und ich dachte mir jetzt, vielleicht geht er auf Flammenblitz. Ich kann ja vielleicht mal... Das macht nichts. Aber ich kann jetzt hier vielleicht mal auf Pain Split gehen. Kann mir ein bisschen KP wiederholen, wie ich hier sehe. Aber ja, er hat mir halt nicht so viel Schaden gemacht. Deshalb bekomme ich jetzt nicht so viel. Aber ja. So, ich kann jetzt hier einfach wieder safe rausgehen und gehe in mein... Immerhin AFD wieder, genau. Und ja, macht halt... Es geht, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht so viel. Aber ja, ich denke halt in den nächsten auf jeden Fall. Und jetzt habe ich mir halt so gedacht, er wird jetzt safe in seinen Pelipper oder in seinen Weaker Bolt gehen. Das bin ich auf Return. Und er geht wirklich in seinen Pelipper. Und die Return sollte er jetzt physisch defensiv sein, macht so um die 45%. Sollte er offensiv sein, 60-70%. Die Return kommt. Und ja, das war's dann auch mit dem. Ich wusste so, der dachte, jetzt kriegt er schon wieder das anmoderiert. Ja, jetzt geht er hier in Carpotops und Carpotops, ja, ich hab halt erstmal meinen Switch-In rein in Fini. Deshalb, ja, gehe ich halt auch einfach safe in Fini, weil ich mir halt schon gedacht habe, dass jetzt die Kaskade kommt oder die Liquidation. Und ja. Er geht ja auch auf die Kaskade. Und die macht auf jeden Fall sehr schön Schaden. Und an der Stelle hat sehr viel gemacht. Aber ich kann mich halt mit Überreste nochmal ein bisschen gegenhalten. Das ist halt ziemlich gut. Und ja. Weißt du, was ist von Z? Das ist Bandit. Bandit Jolly, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ja, Surfer kommt hier. Und das würde jetzt so 50-60% machen. Aber das ist Assault West. Und das ist halt jetzt ein bisschen doof, weil jetzt muss ich hier safe rausgehen. Sonst hätte ich zweimal Surf drücken können, das Ding wäre weg. Aber ich habe ja wie gesagt mein Mon, was ich hier mal rein switchen kann. Und zwar nämlich meine Snipe Street, mein Manchow. Und er switcht jetzt hier, macht einen guten Double in sein Amygdala. Und jetzt habe ich mir gedacht, er muss eigentlich auf Stone Edge gehen, um mein Fini zu predicten. Und er geht auf die Stone Edge. Ich tank sie. Und jetzt kommt der High Jump Kick. Und er trifft. Und das ist eigentlich ein Todes Carpotops. Ja. War auf jeden Fall ein nice Read. Ja. Und jetzt ist so mit der größte Threat weg. Und er geht jetzt hier in seinen Tsunami. Und ich dachte mir jetzt so, ja. Ich kann hier jetzt eigentlich rausgehen. In mein Fini wieder, weil. Ich bin ehrlich, Kingdra ist halt, wenn Fini da ist, so, ja, so lala. ja, plus 1 Life auf Iron Head macht nicht mal 30% so. Also ich glaube, das sagt schon alles, oder? Ja, deshalb Nebelfeld verschwindet und ich gehe jetzt hier auf die Moonblast. Die macht halt, wie gesagt, Kingdra, ich glaube, so 70-90%. Das heißt, er geht hier auf plus 2, ist sehr greedy, will mich unbedingt wegflexen. Ja, ich gehe jetzt hier, wie gesagt, auf meine Mondgewalt. Die macht hier bestimmt schönen Schaden, hoffe ich zumindest. Hat auch keine Anti-Feen-Berry und die macht sehr schönen Schaden. Kriegt hier so mal den Spezialangriff, glaubt, dass er ja auch ja nicht irgendwie Dragon Dance Hydro Pump ist oder so. Und ja. Er ist jetzt auch schon auf den Choke von irgendwie. Ja, er geht jetzt hier auf den Waterfall, das macht auf jeden Fall guten Schaden, keine Frage. Aber die nächste Mondgewalt kommt und das ist jetzt ein totes Tsunami. Und das finde ich gut, weil jetzt sind halt so die wirklich die größten Threats weg und jetzt kann halt eigentlich die Kombi aus Kyurem und Aerodactyl eigentlich das Game gewinnen. Er geht jetzt hier in Dr. Mjolnir und wie gesagt, ich habe meinen Safe Switch mit Mienshow, das tankt jetzt auch nochmal einen Bolt Switch durch die Belebekraft. Deshalb gehe ich hier in meine Snipe Street und
Der ärgert ihn auf den Voltwechsel. Und ja, wir tanken ihn. er geht jetzt hier wieder raus und geht hier in seinen Nationaldecks. Und an der Stelle habe ich mir dazu gedacht, ich brauche das Ding jetzt nicht mehr so unbedingt, ich kann es einfach sacken. Und er geht hier sogar auf die U-Turn, das heißt, ich habe auch auf jeden Fall die Switch advanced. Und ja, das war's mit jetzt. Mianschau hat einen sehr, sehr guten Job geleistet. Bin ich sehr zufrieden mit. Und ja, jetzt geht er hier in Zermatt-Center. Ja, und ich habe mir jetzt halt gedacht, so, ich kann jetzt einfach safe in Kyurem gehen. Der Saxophon, weil er ist Saxe. Echt? Ja, diese passt auch zu dir, Saxophon. ja, jetzt bin ich hier auf die Earth Power gegangen. Die würde auch immer reichen. Er ist aber anscheinend ein offensives Scarf. Oder er ist voll innet, ich weiß nicht so genau. Aber das ist auf jeden Fall... Ja, das geht der Schaden. Ich gehe jetzt hier auf die Erdkräfte. Und tschüss, Zermatt-Center. So. Jetzt kann er halt immer hier safe in Beedrill gehen. Weil Beedrill kommt halt rein, kriegt einen... Das heißt, kriegt einen Kill, aber würde halt das machen. Aber er geht hier in seinen Weaker-Bolt. Und ich dachte mir jetzt so, Jungs. Ich drücke jetzt meinen Z-Ice-Beam. Der killt immer. Habe ich gekalkt. Und deshalb, ja, guck dir das an, Alter. Diese Animation ist so geil auf Kyurem. Ich finde die Animation für den Ice-Z-Move richtig geil. Also wie die sich bewegt. Finde ich am besten von allen. Und jetzt geht's los. Er steigt auf. Und jetzt geht's ab, Alter. Hyper-Ice-Beam, Junge. Bam! Und zack, Alter. Und tschüss. Da hilft auch keine Soul-Dress-Vika-Volt mehr. So, und an der Stelle war ich greedy. War ich sehr greedy, weil Mega Aerodactyl ist jetzt auch nicht schlecht in der Kill-Rangliste, ne? Und ich wollte unbedingt, dass er auch noch einen Kill bekommt. Stattdessen ich einfach safe in mein Kofagrigus gehe ich in mein Fairy Destroy. Und ich will unbedingt das 5-0 mit Mega Aero. Er geht auf den Gift Heap. Macht auf jeden Fall schon guten Schaden. Aber der zweite killt mich nicht. Aber er kriegt die Poison. Und die Sache ist, trotz des, also ich kann mich halt jetzt mega entwickeln und ich tag den nächsten Poison Jab. Weil tatsächlich ist der Bulk von Mega Aero gar nicht mal so bad so. Also ich habe mich echt, also der ist echt gut. Und ja, wie gesagt, Poison Jab kommt. Und ich tank ihn eigentlich. Aber ja, Crit, ne? Und das war es jetzt leider mit Mega Aero. Und jetzt gehe ich hier wieder in AFD wieder. Kann jetzt hier die Quick Attack Safe drücken und gewinne hier somit 4-0. Ja. Was kann man hier groß sagen? Es war unlucky mit den ganzen Crits. Dass das Pelebus sofort gestorben ist, hat ihm halt den Nacken gebrochen. Ja. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich trotzdem gewonnen hätte, weil man weiß nie, wie es ohne die Crits gewesen wäre. Also ich meine, der Crit auf Mega hat jetzt, denke ich mal, nicht so hart gemeldet, weil das Ding ist sowieso unbulky wie Scheiße. Aber bei Pelipper ist es halt ein bisschen doof, weil da hat er ja kein Rain mehr, er muss dann halt mit dem Rain spielen. Und das war halt doof. Aber wie gesagt, das war halt auch der einzige wirkliche Crit, der gemeldet hat. Weil wie gesagt, auf Bibor, Junge... Da kann auch irgendwie eine Glut von einem Glumanda kommen, wenn die Critter die würde. Ja. Deshalb. Oder eine Glut von Schneckmark. Genau. Deshalb, der war jetzt nicht so wichtig, aber wie gesagt, der auf Pelipper, das war halt. Es halt kann auch sein, dass je nachdem, wie offensiv der ist, wenn er irgendwie, keine Ahnung, Gangshot noch hatte und war irgendwie minus Death, hätte die Return auch so gereicht. Aber ich denke nicht, dass es so war. War wahrscheinlich. Hurricane, maybe. Und. Hm. Keine Ahnung. Sein Defogger gewesen. Kann sein. Aber er muss auf jeden Fall ein bisschen defensiver, bisschen offensiver gewesen sein. Weil sonst hätte auch der Crit nicht ausgereicht. Weil es ist ja nur mal 1,5. Und wenn er defensiv gewesen wäre, hätte ich maximal 45% gemacht. Und mal 1,5 ist ja nicht gleich 100% so. Da war er wahrscheinlich etwas offensiver. Aber trotzdem, wie gesagt. Es ist halt doof. Ja. Auf wen war ich besonders stolz heute? Kyurem Black hat wieder einen hervorragenden Job gemacht, hat wieder am Ende nochmal schön nochmal ein Loch reißen können.
Mianshou hat mich heute wirklich sehr überrascht. Er hat getankt wie ein Gott und hat auch ordentlich Schaden gemacht. Und auch auf Krabbit, weil der hat einfach... Ja. Hat einfach Stärke bewiesen. Ja, Mann. Aber wenn ich sagen würde, ein MVP, würde ich tatsächlich den heute auf Kyurem Black nehmen, glaube ich. Ich glaube, Kyurem. Mega-Aero war dein... Ja, auf jeden Fall. Der kam rein und ist sofort gestorben. Nee, also, wie gesagt, Steve, ich wünsche dir mal viel, viel Glück für die nächsten Kämpfe. Und hoffentlich müsst ihr jetzt nicht mehr weg, das war halt wirklich, ist einfach doof. Aber machst du nichts. So ist Mons. Das ist halt immer die Standardausrede, aber es ist halt einfach so. Man kann halt nichts anderes sagen, weil... Es ist halt immer dasselbe, ne? Es machst halt nichts. Ja. Kannst dich halt aufregen am Ende, aber... Ja. Aber ich meine, Steve war ja nach, also war ja dann irgendwie gefühlt nach 10 Minuten auch wieder ein bisschen happier, von daher. Aber ja, Karma, hast du denn irgendwie Twitter oder so, was ich verlinken kann? Werbung für dich? Werbung für mich? Ja. Ja, ich hab Twitter. Ja, dann folgt ihm alle auf Twitter. Ich verlinke es unten in der Videobeschreibung, wie ich es auch damals bei Dr. Habe ich auch bei Dr. Scissor gemacht. Also falls ihr Dr. Scissor nicht gefunden habt, Jungs, ihr wisst, wo ihr jetzt hingehen müsst, ne? Und das letzte Video, guckt Dr. Scissor ab. Das ist ein Zeichner wie ein Gott. Und bei Karma, der spielt Holucha wie ein beschissener Keck, weil er nicht mal weiß, was Taunt ist. Ich hab's nie mitgenommen bis jetzt. Ja, ich hab einmal mitgenommen, hab keinen Taunt gespielt, hab verloren, danach hatte ich nicht mehr mit. Ja, siehst du, also ich würde sagen, Coco Lucha, weißt du auf jeden Fall, wie es geht. Das habe ich auch am Anfang gesagt, Lul. Nee, also... Ist ja auch alles nur Spaß hier so. Also, ihr wisst. Nein, ich hab das jetzt ernst genommen. Ja, okay, dann ist ja okay. Ja, nee. Tatsächlich will ich aber auch mal Coco Lucha irgendwann spielen. Vielleicht hole ich es mir nochmal in dieses Team. Man weiß es nicht. Es war immer so lustig. Ich hab's davor immer verabscheut, wenn irgendjemand Coco Lucha gespielt hat. Es ist ja sowas von 2017. Und dann spiel ich's jetzt selber. Ja. Nee, aber man muss es mal irgendwann gespielt haben. Ich hab's noch nie gespielt. Ja. Weil ich finde halt, die Sache ist halt, bei Coco Lucha finde ich halt immer so, du musst in eine Liga kommen, wo keiner gefühlt eine Ahnung hat, wie das geht, weißt du so. Wenn in einer Liga mit Pros bist, musst du immer gefühlt auf jeden Mon hoffen, dass er keine rote Karte hat. Oder irgendwie Raw oder so. Ja. Oder dass er kein Pixie hat, wie mein Gegner. Ja, das natürlich auch. Ja, aber jetzt genug vom Trash Talk. War wieder schön, dass du die Zeit genommen hast, mit mir zu kommentieren. Kein Geschehen. Ja, Mann. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei der... Ich weiß gar nicht, was jetzt kommt. Ich glaube PBA wieder. Gegen den guten Gaster. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.